Seit sich die Märkte sicher sind, dass die Fed im September wirklich die Zinsen senken wird, werden die Wirtschaftsdaten immer wichtiger, denn, das hatte ich mehrfach schon gezeigt, selbst wenn die Fed die Zinsen senkt, die Wirtschaft aber in eine Rezession fällt, dann fallen auch die Aktienmärkte, wenn dagegen die Fed die Zinsen senkt und die Wirtschaft in den USA nicht in eine Rezession fällt, dann steigen die Aktienmärkte. Und erinnern wir uns, wie gingen die ganzen Turbulenzen los, als wir schwache US-Wirtschaftsdaten hatten, ISM-Gewerbe, dann die US-Arbeitsmarktdaten. Da schien der große Zweifel da zu sein, dass es mit der weichen Landung der Wirtschaft doch nicht klappen wird. Jetzt, seitdem die Rallye ist, hat man wieder das Vertrauen und sagt, ja, es wird zu einer weichen Landung der Wirtschaft kommen. Aber stimmt das oder ist das sehr wahrscheinlich ein Mythos? Ich tendiere zu letzterem und habe hier ein paar Daten und Zahlen mitgebracht, die das, glaube ich, ziemlich eindeutig belegen können. Aber schauen wir uns die Geschichte mal an einem Tag, wo die Wall Street erstmal so ein bisschen verschnauft, drauf, runter. Nach der massiven Rallye ist jetzt erstmal eine Pause angesagt. Wie es weitergeht, werden wir sehen, aber schauen wir uns die Dinge hier mal an. Hier ist diese Korrelation zwischen positiven Konjunkturdaten und den negativen Konjunkturdaten. Wir sehen, dass die Relation jetzt so hoch ist wie schon lange nicht mehr. Also positive Wirtschaftsdaten sind gut für die Aktienmärkte und umgekehrt. Vorher war das ja genau andersrum. Da waren schlechte Daten gut, weil man hoffte, dass die Fed die Zinsen senkt. Jetzt geht man davon aus, dass die Fed die Zinsen senkt. Also will man jetzt eben auch gute Daten sehen, damit eben nicht das eintritt, was ich anfangs erwähnte, dass die Aktienmärkte fallen, obwohl die Fed eben die Zinsen senkt. Und jetzt sehen wir hier ja diese größte Rallye seit November und zum Beispiel ein Analyst, David Russell, der sagt, also eine weiche Landung der Wirtschaft ist nicht länger eine Hoffnung, sie wird zur Realität. Der Mann hat ein gewisses, wie soll man sagen, Selbstbewusstsein, das zu sagen, denn schauen wir uns die Dinge mal ein bisschen an. Wir haben heute Atlanta GDP bekommen, ist innerhalb von zwei Tagen von 2,89 auf jetzt nur noch 1,99% Wachstum gefallen. Erstaunlich, weil ja die Wall Street davon ausgeht, dass die Daten jetzt ganz toll sind und die weiche Landung ja mit den gestrigen Einzelhandelsumsätzen garantiert ist. Wir haben heute die Verbraucherstimmung Michigan bekommen. Die Einschätzung der aktuellen Lage so schlecht wie seit Dezember 2022 nicht mehr. Dennoch ist das Verbrauchervertrauen gestiegen, weil vor allem die US-Demokraten, die jetzt sich im Aufwind wähnen durch Harris, eben für die Zukunft optimistischer gestimmt sind. Aber es sind nur die Demokraten, die Republikaner werden pessimistischer, weil sie eben jetzt sich nicht mehr sicher sind, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Und heute hatten wir dann auch Immobiliendaten, sowohl die Permits, also die Baugenehmigungen, als auch die Baubeginne schwach, vor allem die Baubeginne so schwach wie seit Corona, nicht mehr seit dem Jahr 2020. Wir sehen also, der Immobilienmarkt scheint jetzt nicht gerade zu boomen. Der ist ja aber sehr wichtig bekanntlich für die amerikanische Wirtschaft. Und hier sehen wir mal die Insolvenzen in den USA, so hoch wie seit 2017 nicht mehr, also seit 7 Jahren. Das geht steil nach oben, widerspricht auch so ein bisschen der These einer weichen Landung. Aber wir können auch andere Indikatoren mal rannehmen, zum Beispiel Restaurantbesuche. Also wie locker sitzt das Geld der Leute, dass sie dann auch wirklich essen gehen, draußen konsumieren. Wir sehen, das ist doch deutlich rückläufig in letzter Zeit. Geht nach unten, minus 3,9% zum Vorjahresmonat. Also das geht zurück, der Konsument wird skeptischer. Und dennoch haben die Aktienmärkte eben derzeit das Muster, dass man die Einkaufsmanager-Indizes ignoriert, die ja weitgehend schwach sind, und eben hier solche Zykliker kauft, die in Relation zu defensiven Werten deutlich besser performen, sich aber abgekoppelt haben eben von dem, was die Einkaufsmanager als sehr zuverlässiges Konjunkturinstrument hier sagen. Und heute interessant ist von Goolsbee, der nicht stimmberechtigt ist derzeit in der Fed, aber sagte, also einige Frühindikatoren senden Warnzeichen für eine Rezession und der Arbeitsmarkt, wenn er mal dreht, dann geht das ganz, ganz schnell, so sagte dieses Fed-Mitglied. Okay, und jetzt haben wir ja die neuen Pläne von Harris, die ja derzeit im Aufwind ist. Und je weniger sie sagt in freien Interviews, umso mehr ist sie im Aufwind, hat man das Gefühl. Jedenfalls, die schlägt vor, für jeden Amerikaner, der ein Kind bekommt, $6.000 auf die Hand. Für jedes Paar oder für Leute, die das erste Mal ein Haus kaufen, $25.000
auf die Hand. Dazu Preiskontrollen, eben gerade im Lebensmittelsektor. Aha, das ist also eine wunderbare Mischung, Geld ausgeben und gleichzeitig die Preise irgendwie kontrollieren wollen. Und wenn das klappen würde, dann würde man ja in Argentinien und Venezuela die niedrigste Inflation haben, wenn man schon die Preise kontrollieren will, also deckeln will. Wir wissen, dass bekanntlich das Gegenteil der Fall ist. Argentinien und Venezuela sind Hyperinflationsländer. Gerade wegen eben dieser Preiskontrollen. Und Kamala Harris will also praktisch die Inflation mindern, indem sie wahnsinnig viel Geld ausgibt, Geld drucken lässt, den Wettbewerb letztendlich einschränkt und Businesses attackiert, nämlich indem sie sagt, du bist ja böse, deine Preise sind zu hoch, du musst hier was machen. Das hat noch nie funktioniert, wird auch diesmal nicht funktionieren. Aber es ist immer wieder erstaunlich, warum diese Dinge immer wieder kommen, obwohl sie in der Realität ja komplett widerlegt sind. Das ist interessant. Hier rechts sehen wir nochmal das gestiegene Verbraucher, die Verbraucherstimmung der Demokraten, die nach oben geht, und der Republikaner, die nach unten geht. Und das wird dann die Folge sein. Mangelwirtschaft in den USA kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber wenn das ernsthaft durchgezogen wird, dann wird das so sein wie in allen anderen Ländern. Der Mangel entsteht, weil die Produzenten sagen, für den Preis kann ich nicht produzieren, lohnt sich nicht, also produziere ich nicht. Dadurch entsteht Mangel, weil dann eben der Mangel da ist, entsteht ein Schwarzmarkt, wo die Preise massiv steigen, und all das eben kombiniert mit einer Schuldenpolitik, die wahrscheinlich dann Sid Donald, der das jetzt Biden vorwirft, der selber stark betrieben hat. Also ob Harris oder ob Trump, eins scheint klar, die Verschuldungsorgie soll weitergehen. Machen die Finanzmärkte das mit? Das ist die entscheidende Frage. Und hier sehen wir mal, wie es faktisch aussieht. Wir sehen immer mehr Stimulus und Interventionen, Gelddrucken durch die Regierung, und gleichzeitig nimmt das reale Wirtschaftswachstum ab. Das heißt, ich muss immer mehr Dollar sozusagen an Schulden machen, um immer weniger Wachstum zu bekommen, und das alles in der Situation, da fehlt noch eine Grafik, vielleicht habe ich die, weil die würde nämlich zeigen, dass das Defizit immer stärker steigt in Relation zum Wirtschaftswachstum, also man immer mehr Dollars braucht. Schwamm drüber, die ist jetzt irgendwie verschütt gegangen, vielleicht finden wir sie noch, gell, meine Damen und Herren, und wir haben ja schon gesehen, also das war hier nur ein kleines saisonales Muster, dass es halt mal im Sommer ein bisschen zurückgeht, hat dieser eine Analyst gesagt. Ein bisschen Währungsturbulenzen kamen noch oben drauf, aber jetzt ist alles gut. Und hier sieht man ja auch, oh, das sind so Bloomberg-Statistiken, also da ist ja überhaupt nichts passiert eigentlich an den Märkten, wenn man sich mal den Breadth anschaut, also die Marktbreite. Ja, schaut euch das doch mal an. Alles super klein, alles total zu vernachlässigen. Alles gut, Kinder, legt euch wieder hin. War ja nichts passiert. Wir sind weit noch entfernt von wirklich zentralen Unterstützungen, nämlich diesem 200-Tages-Durchschnitt, der doch noch ein Stück entfernt ist. Und all das natürlich dadurch bedingt, dass wahnsinnig viel Geld vor allem über passives Investieren an die Märkte fließt, also über ETFs. Wir sehen das aus aktiv gemanagten Fonds. Jetzt in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren 2,5 Milliarden Dollar abgezogen wurden, aber 5 Milliarden Dollar eben Billionen Dollar eben in ETFs investiert wurde. Also wir sehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Das ist sozusagen so eine Maschine, die sich selber aufpumpt, denn passives Investieren heißt, ich kaufe den Index zum Beispiel mit einem ETF. Wenn ich den Index kaufe, dann kaufte das ETF eben die stärkst gewichteten Aktien wie eine Microsoft, eine Apple und so weiter und so fort. Und so sehen wir jetzt die Bewertung in Relation, nämlich der Finanzassets in Relation zum BIP, jetzt den Faktor 6, das Allzeithoch war bei Faktor 6,3, also sportliche Bewertungen. Und hier ist diese Grafik, die ich vorhin vergeblich gesucht habe. Hier sehen wir nochmal, was hier passiert. Du musst immer mehr Dollars drucken, um immer weniger Wachstum zu erzeugen, und dadurch machst du natürlich die Leute süchtig, die brauchen, und die ganze Gesellschaft braucht noch ein bisschen Wachstum, sonst sieht es nicht so gut aus. Und hier Lance Roberts mit dieser Überschrift, warum der Sozialismus auf dem Vormarsch ist, und es ist kein Wunder, dass Kamala Harris offenkundig diese Vorschläge macht. Ja, wir schenken euch 6.000 Dollar und da gibt es ja 25.000 Dollar und da werden wir die Preise deckeln, gell, weil die sind ja böse. Also
Also wir sehen, dass das immer negativer wird. Dadurch gibt es immer weniger wirklich produktive Investments. Dadurch hat sich eine Schuldenblase aufgebaut, die kaum mehr zu reparieren ist. Also dreht man das Rad immer weiter, weil es offenkundig gar keine andere Alternative dazu gibt. Und das ist etwas, was wir jetzt auch in China gesehen haben. Da ist ja sozusagen eine Blase am Immobilienmarkt entstanden, eine riesige Schuldenblase in China entstanden. Nicht der Staat ist groß verschuldet, naja, indirekt, weil die staatlichen Firmen massiv verschuldet sind. Und 300% zum BIP, das ist, dagegen ist Griechenland ja ein Witz, fast schon, kann man sagen. Aber wir sehen, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Der Immobilienmarkt schwächelt, dadurch schwächelt die Wirtschaft. Jetzt sehen wir, dass die Jugendarbeitslosigkeit ansteigt. 17,1%, die chinesischen Behörden haben ja die Datenermittlung, was Jugendarbeitslosigkeit betrifft, eingestellt, neu berechnet. Aber man muss jetzt zugeben, dass die Jugendarbeitslosigkeit eben wieder deutlich gestiegen ist. Und hier eine sehr interessante und kluge Analyse eines chinesischen Ökonomen, der sagt, warum kommt die chinesische Wirtschaft nicht in Gang? Weil im Grunde die Führung in Peking unter Xi Jinping das macht, was man schon bei Corona in Sachen Null-Covid-Politik gemacht hat. Man will möglichst die Risiken rausnehmen. Deswegen greift man hart durch am Finanzsystem. Man versucht zum Beispiel den Fall der Anleiherenditen irgendwie aufzuhalten. Man will Spekulationen mit Staatsanleihen verhindern, Beschränkungen des Verkaufs von Aktien durch Institutionen, also Short-Selling verhindern. Und das politische Ziel Pekings, das System sichere zu machen, heißt es hier, wird paradoxerweise wahrscheinlich langfristig das Risiko erhöhen. Das liegt daran, dass die Maßnahmen eben häufig gegen grundlegende Wirtschaftsgesetze und Marktprinzipien verstoßen. Und genau das passiert jetzt ein Stück weit auch in den USA, wenn sich das durchsetzt, was Harris hier fordert. Und dann werden wir hier ähnliche Probleme sehen. Und hier in Europa ist es so, dass wir auch jetzt mit Protektionismus reagieren, eben mit Zöllen reagieren, ob berechtigt oder nicht, das kann man hinterfragen. Jedenfalls sehen wir, dass seit das in Kraft ist, es gibt ja vorläufige Zölle, seit Mitte Juli, und wir sehen, dass die Importe chinesischer Autos oder in China produzierter Autos, dazu zählen auch Volkswagen, die in China produziert sind, oder Teslas, dass das in allen EU-Staaten, in allen größeren EU-Staaten deutlich zurückgegangen ist. Dagegen in UK, wo diese Zölle eben nicht ja gelten, weil man nicht mehr in der EU ist, da sind die Importe chinesischer Autos sogar gestiegen. Und kommen wir nochmal nach Deutschland. Heute das Geschäftsklima im Mittelstand. Der Abwärtstrend hält an. Wirtschaftlich immer fester in der Krise. Produktion, Aufträge, Exporte sinken. Arbeitslosigkeit und Insolvenzen steigen. Umfragen zeigen Ansehensverluste des Standortes, weil man eben eine Politik macht, die am Markt vorbeigeht, weil man eben auch eine Vorstellung hat, wie die Dinge zu sein haben, das den Märkten vorgeben will. Die spielen aber nicht so richtig mit. Und so sehen wir, dass Deutschland ja das Schlusslicht ist, was das Wachstum betrifft. In der Eurozone natürlich Energiepreise, natürlich auch die Schwäche Chinas und so weiter spielt alles eine Rolle. Aber hier dieser rote Balken, das ist die Dauer, wie lange es dauert, bis in Deutschland Anträge zum Beispiel bearbeitet werden, wenn man ein neues Business gründen will. Extrem lange, viel länger als in anderen Ländern. Also die Bürokratie ist zu langsam, zu groß. Wir haben ja jetzt den Trend, dass gerade aufgrund dieser Nachhaltigkeitsvorschriften immer mehr Bürokratie aufgebaut wird, die letztendlich die Wirtschaft dann ersticken. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und das ist das, was interessant ist in Argentinien. Da ist ja sozusagen eine radikale Rosskur nach dieser sozialistischen Misswirtschaft jetzt am Start unter Milei. Und da gibt es interessante Entwicklungen. Und ja, da sind viele Schmerzen auszuhalten. Geht nicht anders nach dieser sozialistischen Zeit. Und dennoch ist die Unterstützung für Milei sehr hoch. Nämlich so hoch wie zu dem Tag, als er sein Amt angetreten hat. Absolut erstaunlich und ich glaube auch ein Stück weit nachvollziehbar. Warum, lesen Sie hier in diesem Artikel, den Sie gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Und die stärkste Rallye seit November. Hier nochmal Einschätzungen zur Lage, wie sie sich darstellt. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.